Yo, was geht? Und zuallererst einmal, Leute, danke für 100 Abonnenten. Ich meine, finde ich wirklich cool und so alles, aber Abo-Special hätte ich eigentlich gern gemacht, aber so, ja, geht nicht, weil ich meine, hier seht ihr, was bisher passiert ist auf meinem Server. Genau, nichts. Wir haben einen Spawn, wir haben da was, wo man doch tatsächlich eine PvP-Map zocken kann, die, oh Wunder, nicht mal fertig ist. Und hier haben wir eine Kommandozentrale. Yay. Ja, ich kann euch das ganz kurz mal zeigen. So. Ja, also viel passiert ist bisher noch nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich cool finde, ist das Aquarium hier. Also wirklich geil. Nee, die Frage ist jetzt nur, wie stelle ich diesen Server online? Weil das Problem ist halt einfach. Wo? Auf welcher Plattform? Welche Plattform stellt kostenlos einen Server zur Verfügung, der 24/7 online ist? Ich glaube, keine. Und ja, ich meine, Arthanos oder Blauders wäre eine Option gewesen, aber diese Server bleiben nicht 24/7 online. Auf Blauders ist es verboten, eine AFK-Arena zu bauen, und auf Arthanos geht der Server dann nach 13 Stunden offline. Ja, über Mehrspielermodus von Minecraft ist auch keine Option, weil das Gerät, das das Ganze gemacht hätte, erstens nicht leistungsstark genug ist. Das hat 12 Chunks. Ich meine, ah, nee. Und dann halt auch noch, dass das inzwischen, also wenn ihr in die Welt dann rein wollt, dann müsst ihr denjenigen als Freund hinzufügen, aber derjenige euch auch. Und das ist einfach zu viel Aufwand. Ja, Server mieten ist jetzt eigentlich die einzigste Option, weil einen eigenen Server so auf meinem PC erstellen ist auch eher ein bisschen dämlich, weil ja Internet-Connection nicht so gut, sage ich jetzt mal von dem her. Ja, ich hätte ein Angebot 35 Euro im Jahr, ziemlich billig für 2 GB RAM und unendlich Slots, aber Leute, für was? Ich meine, was haben wir hier großartig? Ja, ein Texture Pack, das in keinster Weise fertig ist, wie man hier sieht. Das überarbeitet, das alles nicht. Okay, gut, das Glas ist auch überarbeitet. Aber ansonsten, größtenteils ist ja noch nicht wirklich was passiert. Und ja, ich meine, wer kommt auf diesen Server online? Ich schätze mal, dass es so, keine Ahnung, 5 Leute sein werden. Pro 100 Abonnenten, 5 Leute. Also 5 Leute, die aktiv auf dem Server sind, die immer mal wieder so drauf gehen. Ja, da lohnt sich das Ganze nicht. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir diesen Server noch online bringen könnten. Der müsste halt 24/7 online sein, weil keine Ahnung, so an einem Tag lang einschalten ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde diesen Server weiterbauen. Irgendwann wird er online gehen. Irgendwann zahle ich die 34, 35 Euro einfach für ein Jahr lang. Ich meine, das ist wirklich extrem günstig. Aber momentan stelle ich mir halt einen neuen PC zusammen und da habe ich das Geld halt dann auch nicht mehr. Ja, also wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man einen Server kostenlos 24/7 hosten kann und nicht über den eigenen PC, weil wie gesagt, geht nicht. Ja, dann Leute, danke nochmal an 100 Abonnenten. Tut mir leid, dass dieser Server vorerst nicht online gehen wird, aber ich denke, ihr seht selber, dass es hier nicht viel bringen würde. Ja, ich glaube, nächste Folge ist dann /execute Command. Mal schauen, wann ich die online bringe. Nächsten Monat vermutlich. Ja, dann. Danke nochmal für 100 Abonnenten und ja, dann bis zum nächsten Video.